Moin moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Atlantic Fleet mit der Royal Navy Folge 2. Ich denke, kein großes Gerede, wir legen einfach los, machen weiter. Ja, Oktober, ihr wisst ja, wir haben 4 Schiffe der Deutschen versenken können. Wir haben hingegen 7 Frachter beim U-Boot-Angriff verloren. Die Exeter ist in 5 Runden wieder einsatzbereit. Unser U-Boot ist hier. Ich habe es jetzt nochmal reingeschaut, mir ist aufgefallen. Hier sind aktuell noch gar keine Konvoirouten. Das sind prinzipiell, naja, Schiffe, die mir nichts bringen. Oder, ja, sie bringen mir dann da noch nichts. Du, Vanok, sollst dahin. Ja. Und Vanquisher da. Dann ziehen wir die das Mittelmeer raus. Da sind auch keine Konvois und verlegen die mehr in den Atlantik. Es passiert nichts. Ansonsten passt das hier so. Verlegen wir ihn dahin. 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 Passiert wieder nichts. Dann die Vanok jetzt hierhin und die Vanquisher hierhin. Dann haben wir das jetzt auch hier abgedeckt. Ja. Es passiert wieder nichts. Exeter dürfte bald alles bereit sein. Noch 2 Runden. Jetzt aber was. Oh, 2 U-Boote. Und das für meinen Schlachtkreuzer. Ja, Stuka. Feuer. Schieß sie ab. Oh weh. Au. Ja, das sieht schon mal nicht so schön aus hier. Schieß das blöde Ding ab. Ja, der Anflug ist perfekt. Oh, das sieht nicht gut aus. Wo sind die blöden Teile überhaupt? Naja, die Renown ziehen wir sofort zurück. Rauchwand legen und abhauen. Die in die andere Richtung, nicht, dass sie hier gleich einen Fächertorpedo schießen können. Ah, okay, und die Valmy wird versuchen, U-Boot abzufangen. Haben wir Luftschläge? Wieso haben die Deutschen zu der Zeit jetzt hier Luftschläge, aber wir nicht? Ach, ich werd aus dem Spiel nicht schlau. Rauchwand. Rauchwand. Okay, jetzt muss die Reno mal ganz hart nach Backbord gehen, um die Torpedos auszuweichen, aber ich bezweifle, dass es groß klappen wird. Oh. Ich traue ihm hier nicht, weswegen ich jetzt einmal die Kurve nach rechts fahre. Disengage. Glück gehabt. Sehr schön. Disengage. Ich traue diesem U-Boot nicht. Da drehe ich doch lieber ab. Jetzt kommt nämlich der Torpedoangriff. Ich sag doch, ich traue diesem U-Boot lieber nicht. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein gottverdammter Idiot. Gut, einen haben wir eingefangen. Wenn wir Glück haben, wenn wir ganz, ganz, ganz doll Glück haben, dürfte das die Valmy nicht zu sehr beeinflussen. Ah, Mist, diese. Boah. Oh. Ja, das ist jetzt die mittelschwere Katastrophe. Vielleicht sollten wir die alle einfach zurückziehen. Weil die Valmy auch. Ja doch, Valmy auch noch.
Ich hoffe nur, die kann mit beschädigter Maschine genug Knoten machen, damit wir sie auch wirklich zurückziehen können. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da würde ich sagen, wir konzentrieren uns mehr darauf, die Atlantik zu überwachen und nicht, dass wir versuchen, jetzt hier die Häfen der Deutschen so zu überwachen. Da ist die, ja, deren Luftüberwachung. Da ist es doch schlauer, im Atlantik, da wo ihre Flugzeuge nicht hinreichen und aufgrund dieser Reichweite von die Focke Wulf 200 war ja die einzige, die so ein bisschen in den Atlantik reinreichen konnte, dass wir dann versuchen, da U-Boote und Dingens abzufangen, wo sie halt keine Unterstützung durch Flugzeuge haben. Disengage. Ui. Dafür fängt jetzt aber die Vanquisher hier U31 ab. Vier Torpedos. Maximale Fahrt. Da kommen die Torpedos. Gut, die Torpedos weichen wir hier locker aus. Da müsste jetzt ein neuer Torpedo kommen. Ja, da ist er. Gut, sieht nicht schlecht aus. Wir dürfen jetzt gleich. Jetzt müssen wir erstmal Torpedo nachladen. Währenddessen sollten wir nah genug rankommen, dass sie kein Torpedo mehr auf uns schießen können, weil wir halt zu nah dran sind. Das dürfte reichen. Jetzt haben wir die Möglichkeit zum Rammstoß. Ja, verfehlen wir aber knapp. U31 taucht, alles andere wäre auch selten dämlich gewesen. Bisschen nach Steuerbord. Ein Drittel Fahrt voraus. Und Wasserbomben. Und U31 versenkt. Sehr schön. Gut, jetzt bloß weg mit euch hier. Ihr könnt auch hier repariert werden. Wie sieht es hier sonst noch so aus? Wir schicken das mal Sheffield und Vampire hier lang. Färöer Inseln und dabei gar nicht mal wenig Tonnage versenkt. Über 40.000 Tonnen, das ist nicht gut. Aber das ist hier der Grund, warum ich mich auch anfangs so gesträubt hatte, eine Kampagne mit den Briten zu machen, weil die am Ende wirklich nur noch aus der Abwehr von U-Booten besteht und dann zieht sich so endlos lang. Und außerdem ist es auch einfach langweilig anzuschauen. Kann unter Umständen auch spannend sein, wenn man hier so einem Torpedoteppich wirklich ausweichen muss. Aber ansonsten ist das eher langweilig anzuschauen. Aber bringen wir es hinter uns. Wäre schön, könnten wir hier beide U-Boote versenken. Da kommt schon der nächste Torpedo. Der Torpedo wird verfehlen. Wir halten auch gut aufs U-Boot zu. Das Risiko. Ich hoffe mal, dass wir gleich nah genug dran sind, dass ein Torpedo nicht mehr scharf werden wird. Ah, fuck.
Genau das hatte ich befürchtet. Wir sind nämlich nicht nah genug dran. Aber gut, es hat nur die Türme erwischt. Jetzt sind wir natürlich nach vorne hin mehr oder weniger schutzlos. Nicht, also wir können nach vorne nicht mehr attackieren. Hätte ich eigentlich versuchen müssen, das U-Boot mit zwei Schüssen aus dem Bugturm zum Tauchen zu zwingen. Aber das ist mir hier ja glorreich misslungen, weil ich halt dachte, das sei nicht notwendig. Wasserbomben. Die auch noch verfehlen. Na klasse. Also das U-Boot will jetzt natürlich nochmal weiter tauchen. Da müssen wir jetzt hier gleich alle Maschinen äußerste Kraft zurück machen, dass wir uns nicht zu weit vom U-Boot entfernen. Rückwärts. Und los. Wir fehlen wieder. Diese Runde steht unter keinem guten Stern. Also ich kann es schaffen, aber das wird jetzt halt natürlich auch entsprechend schwer werden. Ich probiere es nochmal. Ich müsste jetzt, wenn ich nach... Ich muss eben so rumgucken. Ja, ein bisschen so. Oh, jetzt habe ich auch gelegt. Oh, ich bin auch ein Idiot. Nein, okay, jetzt haben wir es verpasst. Also, äußerste Kraft. Umdrehen. Für das U-Boot läuft jetzt natürlich auch eine gewisse Zeit ab, nach der es dann irgendwann entkommen kann. Und wir sollten halt, wenn möglich, vorher attackieren. Gut, also der Anlaufkurs ist nicht schlecht. Es brauchen nur noch ein, zwei Runden Zeit. Wir machen nur volle Fahrt voraus. Genau, es fährt das U-Boot einen vor, dann legen wir gleich wieder äußerste Kraft zurück. Ein. Dafür stört uns jetzt U-43 beim Wasserbombenabwurf. Okay, das Risiko gehen wir ein. Wasserbomben. Oh, das gibt's nicht. Riskieren wir es? Ich meine. Nein, wir riskieren es nicht. Wieso liegt da mal Rauchwände? Verklicke ich mich da so blöd oder was? Gut, also wenn wir jetzt dem Angriff von U-43 entkommen. Dafür mussten wir jetzt unseren sehr vielversprechenden Angriff auf U-44 abbrechen. U-43 legt gleich einen nach, aber das soll mir egal sein. Wir drehen da gleich sowieso weiter ab. U-44 kann immer noch nicht entkommen. Ist das U? Ah, kann ich jetzt nicht. U irgendwie beschädigt wurde. Es würde mich nicht wundern, wenn wir uns jetzt an diesem einen Gefecht die ganze Rest der Folge aufhängen. Das würde mich nicht wundern. Manchmal geht es ganz schnell, dass man so ein U-Boot eben mal versenkt und dann kann das teils auch pro Gefecht wirklich nur 20 Minuten dauern. Okay, nächster Anlauf. U-43 schickt Torpedo um Torpedo. Okay. Also der Torpedo müsste uns eigentlich verfehlen. Ein Drittelfahrt. Ja. Nicht ganz optimal, aber... Und wir verfehlen schon wieder.
Das ist doch der Wahnsinn. Torpedo läuft knapp vorne an uns vorbei. Das könnte was werden. Ja, endlich. Endlich. Gut, jetzt auf zu U43. Danach ist die Vanok auch ein Fall für die Werft. Ich hab's nämlich nicht gerne, mit zwei zerschossenen Lugtürmen rumzufahren. Ich bin nur froh, dass der Torpedo uns nicht versenkt hat. Das hätte nämlich auch durchaus passieren können. Aber das ist auch der Grund, warum ich immer, wenn ich mit den Deutschen gespielt habe, immer zwei Torpedos geschossen habe. Häufig ist man als U-Boot gegen einen Zerstörer nur einmal in einer Runde, also nur einmal in einer vielversprechenden Position, und da muss man halt auch mal nur falls ein paar Torpedos mehr losschicken, um zu garantieren, dass man auch den Feind zu den Fischen schickt. Gut, jetzt haben wir hier eine Chance. Gut, perfekt, fast perfekt drauf eingestimmt. U43 wird jetzt nicht tauchen, komischerweise. Und jetzt hätte ich doch sehr gerne Bugtürme gehabt. Hätte ich einfach HE geschossen und dann auf direkt aufs U-Boot drauf geschossen. Aus der Position heraus kann man eigentlich fast nicht verfehlen. Hä? Wieso fährt er jetzt so kurz? Oh, ich verstehe diese Mechanik dieses Spiels nicht. Okay. Angriff. Daneben, war ja klar. U-43 wird wieder tauchen. Welch Wunder. Dann jetzt ganz langsam und Wasserbomben los. Die natürlich wieder alle daneben gehen. Und erwischt. Oh, war das ein schwerer Geburt. Vanok, wo bist du? Du tauscht mal mit der Vanquisher, die übernimmt den Job hier. Während ihr beiden hier hingeht. Oh nein! Meine Warspite. Okay, ich denke, hier ist es sogar besser, die mit dem Schlachtschiff direkt auf die Torpedos zuzulaufen. Wieso habe ich hier keine Luftschläge? Ich begreife das nicht. Guckt euch den Kack an. Also ein Treffer wird es mindestens werden. Jupp, einen kassiere ich. Passiert aber nicht viel. Ich glaube, den hat die Warspite ganz gut weggesteckt. Wir laufen weiterhin direkt aufs U-Boot zu. HE. Zu weit. Viel zu weit. Oh nein. Scheiße, ich hätte es wissen müssen. Oh, jetzt liegt's am Schlachtschiff. So, wo ist dieses blöde U-Boot? Na, wo ist es? Irgendwo hier muss... Das ist.
Wofür muss ich denn schießen? Weiß ich gar nicht. Ich werde jetzt wirklich ganz stumpf mit der vollen Artillerie auf das U-Boot ballern. Weil wenn man damit trifft, das hat eine vernichtende Wirkung. 2-3. Und das hier war ein sehr guter Treffer. Leaving Combat, wie man sieht, der Schaden hat schon gereicht. Ja, also eine eher wenig erfolgreiche Folge. Wir haben ja, 2 U-Boote vernichten können. Das ist. Nee, 3 U-Boote vernichten können. Das ist lobenswert. Im Gegenzug haben wir aber einen Zerstörer verloren und 10 Frachtschiffe. Wo die Deutschen auf 42.000 Tonnen hochkommen. Ja, ich denke, damit beenden wir die Folge erstmal. In der nächsten Folge werde ich dann die Vanok in den Hafen. Den Hafen von Gibraltar schicken hier, um die da zu reparieren. Die Sheffield und Vampire werden hier vor Nordamerika die Konvois überwachen. Und für die Warspite wird ein Zerstörer abgestellt werden. Ebenso werden Berwick und die anderen Schiffe hier, Reno und Vimy, werden auch Frachtverkehr hier im Westatlantik überwachen. So, dann sehen wir uns in einer Woche wieder mit Atlantic Fleet und am Mittwoch wahrscheinlich wieder mit World of Things Blitz. Bis dahin, euer Graustreif von Mikrelle.